Hallo Freunde! Jede Frau hat ihre Vorlieben beim Aussehen von Männern. Manchmal sind uns diese gar nicht bewusst. Heute werden wir euch auf dem YouFake-Kanal ein paar äußerliche Eigenschaften von Männern zeigen, auf die Mädchen abfahren. So große Arme scheinen unnatürlich und unattraktiv für Frauen zu sein. Aber starke, muskulöse Arme vermitteln auf einer unterbewussten Ebene Sicherheit, weil sein Besitzer bestimmt eine geschickte Person sein muss. Außerdem schauen diese Arme einfach gut aus. Zahlreiche Umfragen und Studien haben gezeigt, dass die schönere Hälfte der Menschheit von Menschen mit leichter Gesichtsbehaarung, 3-Tage-Bart eher angezogen wird, als von rasierten Männern oder Männern mit Bart. Aus Sicht der Evolution ist die Gesichtsbehaarung ein Zeichen von Aggression, darum scheinen die Vertreter des stärkeren Geschlechtes mit Stoppeln für Frauen maskuliner zu wirken. Sie werden als potenzielle Jäger und Sammler gesehen. Dicke Augenbrauen betonen die Augen und lassen sie offener und ausdrucksstärker erscheinen, was Frauen psychologisch zu einer offeneren und vertrauensvolleren Kommunikation bewegt. Der Mann mit Brille vermittelt den Eindruck einer zuverlässigen und rücksichtsvollen Person. Außerdem erscheinen Männer mit Brille verletzlicher oder im Gegenteil stark und unabhängig für hübsche Damen. Und vergesst nicht, dass Brillen sofort mit einer hohen Intelligenz in Verbindung gebracht werden. Die Vielzahl der interviewten Frauen bestätigen, dass Männer mit Brille sehr attraktiv sind. Wissenschaftler haben bewiesen, dass Narben im Gesicht von Männern Frauen anziehen. Narben gelten als ein Zeichen von Mut und Tapferkeit. Unterbewusst fühlen Frauen, dass ein Mann mit Narben für sich und seine Frau einstehen kann. Narben werden auch mit dem Sinn für Gefahr in Verbindung gebracht, mit einer Art verbotenen Frucht, die, wie ihr wisst, immer süßer schmeckt. Nach der Umfrage hat die Mehrheit der Frauen entschieden, dass die attraktivste Frisur ziemlich kurzes Haar an den Seiten und etwas länger auf der Oberseite ist. Nun ist es nur ein aktueller Modetrend. Deshalb, wenn ihr nicht die vorherigen Details des Aussehens habt, ist es nicht schwer, diese Frisur zu machen. Und hier ist eine unerwartete und sehr interessante Tatsache. Britische Wissenschaftler führten ein Experiment durch. Sie baten die Teilnehmer, Gesichter von Tausenden von Fremden zu bewerten. Es stellte sich heraus, dass Personen mit hohen, ausgeprägten Wangenknochen am zuverlässigsten auf sie gewirkt haben. Laut einer anderen Studie zufolge war die Liebe der Frauen zu den hohen Wangenknochen bei den Männern der Anstoß, aber nicht der einzige für die Entwicklung der Kieferstruktur unserer Vorfahren. Tatsache ist, dass die Frauen Männer mit einem massiven Kinn jene mit Reißzähnen vorgezogen haben. So wurden die Gesichter der Männer breiter und sie fingen an, die vorderen Reißzähne zu verlieren. 2000 Mädchen wurden gebeten, die Frage zu beantworten, welcher Abdomen für sie am attraktivsten aussieht. 8% der Befragten stimmten darin überein, dass die beste Option ein klarer Bauch eines Bodybuilders mit viel Muskelmasse ist. 10% haben für einen kleineren Bierbauch gestimmt und die restlichen 82% sportliche, aber nicht zu große Männerform bevorzugen. Also es lohnt sich ein wenig Arbeit hineinzustecken und man kann wie der perfekte Mann aussehen. Natürlich werden diese Eigenschaften nicht alle Frauen ausnahmslos anziehen, aber eine Statistik ist eine Statistik. Also gebt ein Like und schreibt in die Kommentare, was ihr denkt und womit ihr zustimmt. Wir sehen uns bald.